Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 und zu Ghosts Part 1 vom Noob bis zum Bro. Mit dabei ist wieder der Neo Arch, also der Neo Arch, den hört man leider nicht, weil ich wollte erstmal die ersten paar Parts alleine so ballern, weil ich erstmal Leute stumm schalten muss. So, die haben mich total aus dem Konzept gebracht. Ich wollte mal so eine kleine Serie starten, ob du behindert bist, ja, geil. Erstmal Sprachfehler vorhin. Vom Noob bis zum Pro in Call of Duty Ghosts Team Deathmatch auf der Map Prison Break. Die hässlichste Map überhaupt, wo ich gar nicht mag. Servus, aber auch egal. Sehr geil, René, Alter. Servus, Alter. Servus. René, du bist der Beste, Alter. Du bist der King. Auf jeden Fall, ja, hier ballern. Die nächsten Parts, morgen, um so gucken, so 10, 14 Parts, 15 Parts, werde ich so verschiedene Modus so machen. Und dann so ab für den 15 Parts, denke ich mal, werde ich anfangen, so frei für alle zu suchten, weil, wie ihr alle wisst, gibt es so ein Commander-Krieger-Turnier auf den Plattformen PS3, Xbox 360 und PC. Und ja, ihr wisst schon, was ich damit sagen will, ich nehme da dran teil. Und ich spiele jetzt mit der Honey Badger, mit schnellem Magazin und den Rest weiß ich gar nicht. Und dann habe ich noch die Satcom dabei, die Hunde und die letzte Abschlussserie kenne ich auch noch. Sorry, aber wenn ich am Anfang ein bisschen so noobisch bin, aber ich kenne einfach am Anfang nicht so viel. Und habe das Spiel auch noch nicht so lange. Ich habe ein paar, drei, vier, ich habe genau 5 Runden gespielt. Und da haben wir schon den ersten. Nein! Ey, wo hat der mich jetzt gesehen, der Eselbumser? Ja, die Honey Badger habe ich dabei. Ich habe jetzt noch keine anderen Waffen ausgetestet, weil ich irgendwie noch nicht dazu gekommen bin, mir eine andere Waffenklasse zu erstellen. Oder irgendwie zu faul war, um mir eine neue Waffenklasse zu erstellen. Deshalb habe ich einfach jetzt mal nur die Honey Badger gespielt. Mit der ich eigentlich ziemlich überzeugt bin zu spielen. Und die macht doch Spaß. Jetzt habe ich auch so eine komische Waffe dabei. Mit einem Schalldämpfer. Gut, ich nutze die Seitenwaffen eigentlich sau selten. Alter, wie die da oben in der im Haus campen, die, ne? Oben im Haus. Also oben in der. Nein! Hinten vorne! Ich höre dich in der Aufnahme. Also ich höre dich, also sie hören dich nicht. Sagen wir es so. Ja, ihr seht schon, ich krieg brutal auf die Fresse. Aber. Das hat ein neues COD Ghost oder überhaupt einen neuen Shooter an sich, weil man einfach nichts drauf hat und. Was machst du da, Alter? Satcom-Verbindung. Nein! Ich hab den sogar angehittet, Alter. Der hat noch nicht mal einen Hitmarker bekommen, Alter. Richtig nice, ey. Ich krieg auf die Fresse 1 zu 4, aber naja. Ja, wie gesagt, die ersten. Ja, ich hab's gemerkt. Ey, von hinten wieder! Wie üblich in Ghosts! Ich glaube, ich habe noch nie so viele von hinten Kills wie in Ghosts, ey. Ohne Mist. Ich glaube, da wurde ich so oft weggeballert von hinten, ey. Das ist brutal, Alter. Das ist richtig brutal. War da gerade eine Waffe? Ich will alle Waffen aufheben. Nee. Ja, ich will mal so am Anfang ein paar Waffen testen. Verbündete Satcom aktiv. Oh, 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 ich wäre beinahe draufgegangen. Oh, 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 oh. Nice. Heb die auf, heb die auf. Ah, ich traue mich aber nicht dahin zu rennen. Nein, na genau, du Esel! Guckt euch das mal an, wie ranzig das war. Guckt es euch an. Ey, das ist ja genauso wie Zielsucher, dieses Visier, Alter. Das ist ja richtige Esel. Ach, das ist so mit so weißen Schatten und so. Ja. Warte, ich heb mal diese Weste da auf. Wo hast du die hingeworfen, Alter? Darf die dann jeder benutzen, oder was? Richtig nice.
Ey, ich sehe die Leute und ba. Ey, immer der, immer der, immer der. Verdammt. Hä, da hinten sind Vorräte. Darf die jeder nehmen, oder was? Oh, ich hab ne Sniper bekommen. Kann ich dir gar nicht sagen, wie die heißt. Wo sehe ich denn das? Ach, VKS. Oh nein, Mann! Von hinten wieder, von hinten! Wie immer von hinten, Alter. Ich glaube, ich habe 1 zu 8. Ich krieg nichts auf die Reihe, ey. Das ist bitter, liebe Zuschauer. Das ist echt bitter. Ja, das finde ich auch geil. Ja. Oder den Hund. Da war doch einer gerade. Also hier in Ghost stirbt man relativ schnell. Also im Gegensatz zu Black Ops 2, da kannst du manchmal ab und zu ein ganzes Magazin ballern. Und hier 4 Schüsse. Ah, da habe ich einen Abschuss des zweiten. Also es gibt auch geilere Punkte, finde ich. Also mehr Punkte. Ja, der Hund voll ins Gesicht gesprungen, habe ich gar nicht gesehen, Alter. Brutal. Naja, 2 Abschüsse und 9 Tote, das ist echt bitter, liebe Zuschauer. Aber was willst du machen? Ihr könnt jetzt so flamen, was weiß ich. Aber ich shutter jetzt einfach. Ja, gell, es heißt ja auch vom Weg, der Weg vom Noob bis zum Pro. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ihr könnt auch gerne mit mir spielen. Schreibt die Modus rein, die ich mal let's playen soll oder hier aufnehmen soll. Oh, Satcom hab ich. Aha. Ich hab den Wachhund. Also es läuft schon mal hier besser. Nein! Oh, mein Hund. Ey, Hund, du blöder Hund. Du Hund, du Hund halt. Ich hoffe, du bringst ihn um, Alter. Ah, der rennt wieder zu mir, der dumme Hund. Also ich habe jetzt den Wauzi erreicht. Einer ist es ja nur noch, der mir hinterher rennt. Ich finde die. Der Wauzi ist irgendwie schwul gemacht! Ja, dann steht mein Hund genau. Da steht mein Hund so schwul da. Wie langweilig der einfach da nur da steht und der campt hier in der Ecke. Du Camper, du Elender. Oh, mein Hund hat den schon sogar für mich alleine geballert. Ey, da campt einer, aber ich will da nicht hin, Alter. Dann sehe ich den nicht und gehe dabei wieder drauf. Nein! Ey, da steht immer ein Gegner. Also, da steht ein Teamkamerad neben mir. Aber immer werd ich abgeschossen, ne? Immer werd ich abgeschossen, ey. Das ist. Oh, da war einer. So, den hab ich gesehen auf der Satcom. Gedöns. Also zwei Satcoms ist ja wie gesagt immer jetzt eine Drohne, gell? Aber es stimmt, ne? Ne, 4. Also 4 Satcoms, wenn 4 Leute eine Satcom gleichzeitig haben, ist es ein Orbi und 2 ist eine Drohne. Und da würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann.